Ein Spiel für abgebrühte Teehändler. Ja, Agentum hat es gemacht. Yunnan heißt das Spiel und wir spielen jetzt bei Cyrils Brettspiele durchgespielt mit Nils eine komplette Partie. Yunnan mit 4 Spielern. Grün, Blau, Rot und Lila habe ich vergessen. Und das wird auch die Reihenfolge sein. Lila, Grün, Blau und Rot. So fange ich an. Der Startspieler erhält 9, der zweite ebenfalls 9 und die 3 und 4 12. Spielt man mit 15, erhält der 15er, erhält der fünfte Spieler einfach auch noch mehr Geld, so dass es hier einen Ausgleich dafür gibt. Jeder Spieler startet mit 3 Händlern. Das ist also wirklich sehr einfach. Den habe ich wohl während der Erklärung, habe ich da wohl einen zu viel genommen. Und hier die Pferde starten da. Und wir gehen direkt los und überlegen uns, wie wir einsetzen. Dazu nehme ich alle meine Händler auf die Hand. Ich habe ja schon gesagt, ich spiele die Einsteiger-Variante. Das heißt also, keiner darf sich überbieten. Da das Mindestgebot hier 5 ist, wissen eigentlich schon Lila und Grün, dass sie nicht mehr als ein Feld bekommen. Denn das ist ja auch klar, denke ich, hier an dieser Stelle. Man fängt wahrscheinlich mit 5 oder 7 an. Man kann auch höher reingehen, gerade vielleicht für Lila oder Grün nicht schlecht, weil die haben 9, die könnten also da auch einsteigen, um auf jeden Fall was zu bekommen. Dann ist es auch klar, dass es für die anderen teurer wird, aber das muss man sehen. Ich habe mich entschieden, für Lila nicht auf Passierscheine zu setzen, weil man am Anfang nichts hat. Einkommen weiß ich auch noch nicht, aber Lila spielt so ein bisschen. Lila nimmt auf jeden Fall mal hier Pferdchen und denkt so, wenn ich das Pferdchen weiter nach vorne schiebe, dann kann ich auf jeden Fall auch damit was erreichen. Grün hatte das ähnlich gehofft, weiß jetzt nicht so recht, was er machen soll und sagt erstmal, ach hier, komm, fangen wir mal an, vielleicht mit so einem Gebäude, wenn ich es günstig kriege. Ich kann das ja auch im Vorrat behalten. Und dann ist das so, wenn ich das nicht kriege, bin ich auch nicht schad drum, kann ich hier noch jede Menge anderes einsetzen. Blau denkt sich, ein Händler ist gut. Rot denkt sich ebenfalls, ein Händler ist gut und schickt damit Blau erst einmal wieder raus. Dann ist Lila dran. Lila kann jetzt auch hier nicht mehr überbieten. Das ist so ein bisschen schade und wird den ersten Händler hier nach Puer einsetzen, weil Lila ja einfach kein Geld mehr hat. Grün geht es ebenfalls so, er hat auch kein Geld mehr, geht also dahin. Und Blau hat aktuell keinen auf dem Spielfeld und sagt sich, naja, 12 habe ich, ich könnte ja 2 kriegen, vielleicht nachher hier Einfluss und den Passierschein, also gehe ich erst einmal da rein. Rot hat schon 7 bezahlt und sagt sich das auch, gehe ich mal hier zu 5, vielleicht wird das ja was. Lila weiterhin hier rein. Grün kann auch im Moment nichts weiteres machen. Blau. Sich selber überbieten wäre blöd. Hier kann er vielleicht später noch was nehmen. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall überlegt sich Blau für 5. Und wenn ich noch 7 irgendwo biete, am allerliebsten hätte ich ja hier den extra Miepel bekommen. Aber das macht nichts. Ein Passierschein bin ich nicht interessiert dran. Ich schicke mal Grün raus. Die 12 könnte ich mir gerade leisten. Warum nicht? Rot ist dran, Rot kann sich nicht mehr leisten, bezahlt hier die 12 aktuell und sagt sich, okay, der letzte geht dahin. Lila hat keinen mehr, Lila muss also erst einmal passen. Alternativ könnte Lila jetzt alle seine zurückziehen und in die Bank gehen, aber Lila ist natürlich mit dem Pferdchen ganz glücklich. Ja, Grün hat alle hier drin und Grün macht exakt das. Grün sagt sich, überbieten, ich hätte zwar 9, ich könnte jetzt noch hier vielleicht ein extra... Das ist gar nicht die schlechteste Idee, den extra Miepel nehmen. So, bleibt also Blau dran. Blau ist hier ganz gut verteilt. Mit dem Häuschen ist er ganz glücklich, mit dem Einfluss auch. Der setzt sich da an. Nur Rot. Rot ist unglücklich. Rot hat hier jetzt wirklich nichts abgekriegt. Den Einzelnen, der setzt sich in die Bank und damit zieht er den zurück. Keiner hat mehr hier etwas vorhanden, das heißt, alle müssen passen. Man darf hieraus jetzt keine mehr rausnehmen. Das heißt, alle sind frei. Dieser hier bleibt sogar frei, weil in letzter Sekunde sich jemand noch entschieden hat, umzuändern. Gehen wir also zur Bank. Gucken wir mal, was bezahlt wird. 9, 18 und 12 sind 30, werden in Summe bezahlt. Rot steht hier.
30 ist hier, das heißt, Rot kriegt 11 raus. Das sieht man hier, 30 ist in dieser farblichen 11 raus. 11 nimmt sich Rot und startet damit für die nächste Runde mit richtig viel Geld. Das ist aber auch alles, was Rot hat. Er bekommt diesen hier zurück in seinen Vorrat. Der wandert nicht dahin. Lösen wir die anderen auf. Grün bekommt sofort einen Arbeiter. Den nimmt man und setzt ihn hier rein. Lila darf bei den Pferdchen einen weiter hoppeln dahin. Auch der Arbeiter geht zurück. Blau geht hier einen hoch und Blau darf sich entweder eine Straße, ein Handelshaus oder ein Teehaus nehmen. Blau hier, so. Und die Teehäuser sind natürlich am Ende 12 Punkte wert. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, hier hinzugehen. Leider ist da natürlich auch der Typ nachher nicht so stark. Das heißt, ich nehme mir mal eins Handelshaus und stelle das mal dahin und warte mal ab. Das kann ich mir nächste Runde immer noch schenken zu nehmen. Okay, damit haben wir auch die Häuser gemacht und wir schieben diese hier einfach hoch und lösen jetzt in Runde auf. Rot hat 2 Bewegungspunkte, ja, und das ist relativ einfach. Rot bewegt beide dahin, 2 Passierscheine, 1, 2 für jeden einzelnen. Ich ende da. Da kein anderer drin ist, darf ich auch niemanden verschieben. Blau ist als nächstes dran, Blau hätte 2 Passierscheine. Rot könnte natürlich auch da und dahin gehen, übrigens nur so als Information, und einen da lassen. Das wäre auch möglich. Blau ist der Einzige, der vertreiben kann. Der würde natürlich jetzt gerne 1, 2 und einen vertreiben. Dummerweise, das Pferdchen lege ich mal da oben hin, dummerweise habe ich aber auch nur 2 Passierscheine. Und wenn ich da stehen bleibe, dann bleibe ich da auch stehen. Das heißt, ich gehe 1, 2, zahle meine 2 virtuellen Passierscheine und bleibe dort stehen. Wie sieht es aus bei Grün? Grün hat ebenfalls 2 Passierscheine. Grün, Rot und Lila sind alle auf der gleichen Stufe. Die können sich nicht vertreiben. Blau kann ich auch nicht vertreiben. Das heißt, wenn ich hier hingehe, bekomme ich pro Händler 6. Wenn ich dahin gehe, nur 9. Das heißt, Grün geht mit 2 hier rein und Lila ebenfalls. Ein Grüner bleibt hier stehen. Dafür habe ich keinen weiteren Passierschein. Damit habe ich auch diese Runde schon beendet. Ich hätte natürlich gerne hier Leute vertrieben, das geht aber nicht. Nun kommt hier der Kommissar ins Spiel und das ist ganz interessant. In dieser Provinz zahle ich 9 aus, mehr nicht. Oh, und ich sehe gerade, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Den möchte ich jetzt an dieser Stelle schon mal korrigieren. Blau kann natürlich gar nicht dahin gehen, weil sein Pferdchen da gar nicht ist, da ist. Das heißt, er wäre dahin gegangen und weil er ja als Zweiter dran war, hätte er Rot dahin verschieben müssen. So, der Kommissar kommt ins Spiel. Hier in dieser Provinz sind die meisten. Das heißt, der Kommissar kommt da rein und guckt sich mal an, wen vertreibe ich. Ja, er vertreibt ja immer den mit dem höchsten Einfluss. Das ist Blau, also Blau wird zurückgeschickt. Damit verschwindet der Kommissar auch schon wieder und wir vergeben Zertifikate. Hier gibt es keine Zertifikate. Das heißt, auch diese Runde entfällt und wir geben das Einkommen raus. Zählen wir mal durch, wie viel Einkommen wir haben. Grün hat hier 2 drin, also 6, 12 plus die 3 sind 15 Einkommen für Grün. Lila hat 12 Einkommen. Rot hat 6, 9 Einkommen. Und Blau hat nur 3 Einkommen. So, damit steht auch die Runde wieder fest. Grün vor Lila, vor Rot und vor Blau für die nächste Runde. Und jetzt darf sich jeder entscheiden, möchte ich Siegpunkte oder möchte ich, wir befinden uns also jetzt schon in diesem Schritt, oder möchte ich Geld. An dieser Stelle muss ich mich schon wieder einmal korrigieren. Ich habe vorhin für die Gebäude die 30, die ich ausbezahlt habe, gar nicht bezahlt. Das werde ich jetzt nachholen. Ich erinnere mich, Blau hat hier auf jeden Fall bezahlt. Ich erinnere mich, Grün hat hier bezahlt. Da waren wir, wenn ich mich... Nee, hier hat Grün bezahlt bei dem extra Miefel. Das waren 9. Dafür erinnere ich mich ganz sicher. 9. Insgesamt habe ich auch 30 bezahlt, das weiß ich auch. Blau hat dieses gewonnen und das und hat zusammen 12 bezahlt. Auch dafür
erinnere ich mich. Rot war hier drin, muss also nichts bezahlen. Das heißt 9 plus 12, das heißt 9 müsste Lila auch bezahlt haben. Nur wofür? Das müsste man nochmal eben checken. Richtig, für das Pferdchen hat Lila 9 bezahlt, also auch die bezahle ich. Entschuldigung, dass ich das vergessen habe. Das ist natürlich ganz wichtig, weil so sieht das aus, dass Lila, Grün und Blau kein Geld mehr haben und jetzt richtig Einkommen braucht. Blau hat hier sogar nur 3 geschafft, also Blau nimmt auf jeden Fall sein komplettes Einkommen hier. Rot ist der Einzige, der richtig Geld hat und der braucht natürlich nichts. Das heißt also, Rot nimmt komplett mal 9 Siegpunkte. Lila braucht auch Geld, nimmt sich 12 hier. Und Grün ist der Einzige, der sich noch überlegen kann, was er macht. Und Grün sagt sich einfach mal, ich habe 15 Punkte, ich nehme mir 10 als Einkommen und 5 Siegpunkte. So, damit haben wir es geschafft. Wir bringen diese wieder runter hier und wir kommen in Runde 2 mit der nächsten Runde von Yunnan nach einem Break. Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss.